Hey, ich wollte euch heute mal etwas über die Liebe erzählen, was ich dazu denke allgemein. Und genau, wenn ihr ein längeres Video sehen wollt, dann schaut einfach auf YouTube unter meinem Kanal Social-Leerzeichen Detox, genau. Ich fange mal an mit einer kleinen Geschichte. Was heißt Geschichte? Meine Eltern, die sind halt schon sehr, sehr lange verheiratet. Ich werde jetzt 39 und die sind ein Jahr länger verheiratet als ich alt bin und sind eigentlich, waren davor auch schon total lange zusammen. Also meine Mutter war 17, mein Vater 19, als sie sich kennengelernt haben. Meine Mutter hat mir letztens noch erzählt, ja, ich hätte mich so oft von deinem Vater getrennt, aber ich habe es nicht gemacht und ich bin so froh darüber. Das fand ich irgendwie total toll und interessant und ich habe auch einige Freundinnen, die halt sich getrennt haben und dann frage ich mich immer, was wäre, wenn die jetzt mit ihrem Partner noch zusammengeblieben wären. Meine Mutter sagt auch immer, jedes Kind ist wieder eine Herausforderung und eine Probe für die Partnerschaft. Und ja, wenn man sich das so bewusst macht, dann vielleicht hält man dann doch länger durch und gibt nicht so schnell auf. Ja, also mein neuer Arbeitsplatz, da habe ich auch zeitweise gedacht, oh, ob ich da bleiben will und habe dann auch mal schwierige Situationen ausgehalten. Das ist, glaube ich, auch in der Liebe. Und hier muss man halt eine Zeit durchhalten und dann wird es wieder besser. Genau. Es kann ja nicht immer nur gut sein. Und ja, aber es kommt immer wieder schöne Momente und dann wird es auch wieder besser. Und Berg- und Talfahrten, so wie im ganz normalen Leben überall auch. Ja, was denkt ihr denn dazu? Ihr könnt ja mal was dazu schreiben. Bis dann. Ciao.